Einen schönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video. Als allererstes möchte ich mich für das positive Feedback bedanken. Wir geben uns wirklich sehr viel Mühe und werden versuchen, die Qualität der Videos Stück für Stück immer wieder höher zu bringen. Womit wir sofort anfangen, ist die Tonqualität. Wir arbeiten ab sofort mit einem Mikrofon. Ich hoffe, man hört es schon raus. Wir haben selber gemerkt, dass die Videos teilweise die Tonqualität in den ersten Videos nicht so prickelnd war, sagen wir es mal nett ausgedrückt. Nun geht es aber wieder zur Arbeit. Heute und für die nächsten Tage haben wir einen Ford C-Max, der eine Innen- und Außenaufbereitung bekommt. Wir schauen uns gleich mal das Fahrzeug zusammen an und hoffentlich erwischen wir dieses Mal ein bisschen besser das Vorher-Nachher-Effekt.
Wir haben jetzt 11:50 Uhr schon, um 9 Uhr circa haben wir angefangen. Dementsprechend haben wir über 2,5 Stunden nur für die Sitze gebraucht, fürs Waschen der Sitze, fürs Shampoonieren. Innenraum kann jetzt gleich trocknen. Wir werden uns nach der Mittagspause um die Außenaufbereitung kümmern und morgen geht es erst im Innenraum weiter. Ihr bleibt immer schön dabei, guckt zu und wir blenden euch ein paar Bilder ein. Willkommen zurück zum VC Max. Wir haben mittlerweile schon 21:05 Uhr vom zweiten oder schon vom dritten Arbeitstag. Keine Ahnung, ich zähle schon gar nichts mehr mit. Fahrzeug ist jetzt an sich so gut wie fertig. Wir werden morgen früh noch die letzten Arbeitszüge machen und dann werden wir das Fahrzeug Nahaufnahmen, Bilder, damit ihr auch schön was zu sehen habt. Und danach kann der Kunde das Fahrzeug abholen. Für uns geht es morgen früh weiter, für euch ist es natürlich gleich hier anschließend. Viel Spaß!
Der C-Max ist fertig, der ist auch schon mittlerweile abgeholt worden. Es war brutal viel Arbeit, aber es hat sich echt gelohnt. Das Ergebnis habt ihr, glaube ich, auch gesehen. Wahnsinn, was man alles so rausholen kann. Was ich noch kurz anmerken wollte, natürlich bereiten wir gerne Porsche und Aston Martin und lauter solche edle Sportwegen auf. Klar, wer tut das nicht? Wir machen das ja auch. Aber was bringt mir das, ein ziemlich gutes Fahrzeug euch zu zeigen, wenn ich euch lieber sowas zeigen kann? Solche Fahrzeuge gehören mindestens genauso dazu wie Sportwegen. Ne, das sind die Familienfahrzeuge, die tagtäglich genutzt werden, wo man wirklich einen Vorher-Nachher-Unterschied wirklich gut sehen kann, wo man recht gut erkennt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt mir auch ein Feedback hier in den Kommentaren oder weiterhin per Mail, die unten in der Beschreibung steht, oder per Facebook, per Instagram oder wie auch immer. Ihr macht das. Es freut mich wirklich sehr, jede Nachricht von euch zu lesen. Abonniert meinen Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.